Gerichtsmediziner Professor Dr. Michael Tsokos, Schluss mit Gerüchten um den Tod von Kascha Lehnhardt. 25. Gerichtsmediziner Prof. Dr. Michael Tsokos meldet sich zu Wort. Am 24. Februar ließ die Berliner Staatsanwaltschaft zum Tod von Jerome Boatengs Ex-Freundin Kascha Lehnhardt 25 via Twitter verlauten: Eine Obduktion im Institut für Rechtsmedizin der Charité Berlin hat keine Hinweise für ein Fremdverschulden. Trotz aller Eindeutigkeit der Aussage kursierten dann jedoch Gerüchte durchs Netz und Verschwörungstheorien rund um ihren Todesfall. Das will Gerichtsmediziner Professor Dr. Michael Tsokos nicht auf sich sitzen lassen und meldet sich deshalb mit einem ausführlichen Video bei Instagram zu Wort, in dem er für Aufklärung sorgt und aufruft, die Verschwörungstheorien bleiben zu lassen. Es kann sich jeder darauf verlassen, dass die Obduktion von Kascha Lehnhardt gewissenhaft durchgeführt wurde und dass die Ergebnisse völlig transparent und unverfälscht auch an die Staatsanwaltschaft kommuniziert wurde, stellt Gerichtsmediziner Dr. Michael Tsokos klar, der die Obduktion der Leiche selbst durchgeführt hat. Im Netz gab es Zweifel an den Ergebnissen der Gerichtsmedizin, die Obduktion und die Untersuchungen seien nicht sauber abgelaufen. Und genau an diese Zweifler wendet sich Tsokos nun mit eindringlichen Worten in Abstimmung der Berliner Staatsanwalt. Im Video gibt es ein komplettes Statement. Am Mittwochmorgen setzte die Berliner Staatsanwaltschaft diesen Tweet ab, in dem sie veröffentlichten, dass es keinerlei Hinweise auf Fremdverschulden im Todesfall der Kascha Lehnhardt gegeben habe. Einige User hatten das angezweifelt. Manchmal muss man die Toten einfach ruhen lassen. Zuletzt appelliert Dr. Tsokos noch an die Familie. Der Tod eines nahen Angehörigen ist für die Familie.